Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Whoop, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Der Kingpin wandert hinter Gitter. Sturz des Kingpins. Einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Okay. Was jetzt? Neue Stufe. 1, 2. Erhöhte Gesundheit. Ui. Was? Aha. Warte mal. Innovator. Innovator. Eingeschwunden. Mhm. Perfektes Ausweichen. Ich glaube, das ist am besten, oder? Nehmen wir das hier einfach. Okay, was jetzt? Was jetzt? Ah. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Mir gefällt Docs Enthusiasmus, aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeil mich, bevor er sich noch wehtut. Boah, geil. Wie groß ist das mit dir hier? Ich hasse eigentlich immer so große Gebiete, weil... Ja, dann ist das irgendwie unnütz, irgendwie. Weißt du, was ich meine? Was macht der denn? Klar, bei Spider-Man ist das immer gut, aber... Da sind wir. Hier? Dann gehen wir mal rein. Erstmal einen Kilometer schleudern. Was? Sorry, ich bin zu spät. Wow. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Oh. Die Energiedämpfer. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie! Ah, Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die
Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen, die nächste Phase... Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Ich frage mich, was hat denn der mit Mai zu tun? Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag freinehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Komm, der dreht sich mit. Sieht ganz anders aus, ne, als im Film. Was hat der mit Mai zu tun? Komm, nimm einen Kaffee. Ich liebe den Kaffee auf der Arbeit. Gott segne die Zuschüsse. Achso. Viele lange Nächte in diesem Labor. Zum Glück hat Doc immer für Snacks gesorgt. Mehr von den Käsewürfeln wäre allerdings nicht schlecht gewesen. Gibt's auch hier irgendwo was zum Lesen? Unglaublich, wie schnell sich die Prothese entwickelt hat. Ich erinnere mich noch an... Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Okay. Was mach ich? Oh ja. Sorry. Mal sehen, was dir fehlt. Ah, doof. Was ist das denn? Octavius Industries. Fehlschlangen. Was muss ich denn machen hier? Schaltkreis durchgebrannt. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Ach du Scheiße. Warum kann man das denn nicht drehen? Ah, das ist festgelegt, oder was? Ach du Scheiße. Na okay, ich sehe schon. Kann man neu starten? So. Geschafft. So. Da kommen wahrscheinlich kompliziertere, aber ich war gerade wie. Okay. Oh. Muss die Servosteuerung umleiten. Okay, die X, das heißt immer, dass sie gesperrt sind. Was haben wir denn für Teile? Der Unterschied zwischen denen. Das ist schon so einzelne, jo. Ah, ich bin falsch. Das sehe ich schon. Ah, Exeson. Wenn ich die einmal hingelegt habe, kann ich die auch nicht mehr umtauschen. Das ist doch scheiße.
So, warte mal. Achso, das ist einfach nur so ein Ding. Sehr schön. So, wunderbar. Okay, und jetzt? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Oh nein. Was? Was ist denn hier eigentlich eine Lücke? Ach so, man kann die auch entfernen, guck mal. Ah ja, klar. So. Genau umgekehrt. Hey. Fertig. Ah, okay. So haben wir es. Mal sehen, ob es geklappt hat. So gut wie neu. Das kann ja nicht nur so, sondern auch so. Ja, ist besser geworden. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Okay. Peter. Was ist das denn? Ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Sie arbeiten für Prothesen. Viele Leute, die keinen Arm mehr haben. Die Musik dabei. So wie im nächsten Minigame. Unbekannte Substanz gefunden. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Mhm. Ach so. Ja, Junge, das ist... Warte mal, hat er. Hab ich gefunden. So. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Das heißt, nicht so schwer. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Okay. Aber auch mal was anderes, ne? So ein paar Minigames. Schadet keinem Spiel. So, sagen Tschüss, oder? Na, bitte. Sehr, sehr cool. Sieht bald so farbenfroh aus als bei mir am Fernseher. Abgeschlossen. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung.
Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. So, Google Maps hat schon abgeschickt. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen! Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Kommen wir gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie! Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Wir erklären mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er... Oh. Aber schon abrupt beendet. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Oh, ich sehe mir mal den Turm an. Bei euch sieht's echt farbenfroh aus als bei mir und leckt mich am Arsch. Achso, warte mal, die hier einen Schlüssel. Wurden verschoben, raffiniert. Oh, ich muss die Wellen so. Synchronisation, ein oder was Turm ist das? Ein ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn 400, zu reparieren. Ne? Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut. Das sind wahrscheinlich so Nebenaufgaben. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Hier, ne? Oh. Los! Pass auf, okay? Drei Autos. Vier. Fünf, sechs. Sieben, acht, neun. 20. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Schnappt ihn! Er schafft! Was? Die Kinder mit dem AKW waren die meisten angefahren. Nicht alle. Das ist nicht dein Revier. Da oben treffe ich das ist nicht Batman. Jetzt schaltet ihn endlich aus! Er ist verletzt! Holt ihn euch! Ja!
Abgeschlossen. Das sind so kleine, verwaschene Dinger, ne? Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Spider-Corp. Hey, mach mal was. Bester Spider-Spinner. Ich hab keine Zeit. Wow. Ich bin ein großer Fan. In die Wohnung. Hallo! Kam mit auf einmal so, so. Käfer. Ach, guck mal, da ist ein Käfer. Du bist also der Spitze. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Was ist das für ein Dicker da? Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an. Lasst sie los. Mist, Spider-Man! Was machst du? Richtiger Kampf! Komm her! Er ist verletzt! Komm nicht an ihn ran! Sag mal! Oh, endlich. Hau ab! Oder sie ist tot! Lass mich los! Okay. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenne ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich habe schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke. Was, sind noch lange keine Mama gegessen? Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Machen wir das noch und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut, oder? Was ist das hier? Sollst du nicht die Fresse halten? Oder so? Ich tue mir sorry. Ich werde immer so aggressiv. Sief. Haha, Thief, haha. Oh, ich geb mal die Tonne weg, yeah. Was hat denn ein Schlangen? Warte mal. Hey, Spider-Man, wir brauchen dich hier nicht. Bitte nicht den Anzug berühren. Lass das. Spidey, pardon? Held. Hey, Spidey hat mich angesehen. Spidey, ich hab dich angespritzt. Hey. Ach ja. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel: den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst?
Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Cop nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Sie hören ihn nicht ab. Nee, ich bin es nicht. Sieht man doch. Sieht man doch, dass ich ein Feig bin. Ich kann die Türme verändern, so, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Okay. Spielerei, ne? Zum Fizzle Klick machen. Ein Fizzle Klick. Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Wir gucken das uns noch an. Wow! Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Lol. Findet er jetzt erst. Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Was? Ja, so viele Rucksäcke, ne? Jo, was geht mit dir? Ey, da. Wie viele Rucksäcke hatte der Typ mal gehabt? Junge. Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Ich hätte sie gern edler ausgeführt. Aber ach, das war das macht ihr nichts aus. Ham. Pepperoni. Okay. Noch da? Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Für die Abfuck, ey. Neben Haupt, wo ist es denn jetzt? Was ist das da unten? Dann würde ich sagen, mach mal das beim nächsten Mal. Tschüss. Boah, das sieht cool aus. Das sieht sick aus. Ciao.